Du hast gute Laune, ne? Auf geht's, natürlich habe ich gute Laune. Alter, dich zu sehen ist doch schon Laune. Also siehst du mich durch die Tüte überhaupt? Natürlich, sehe ich immer. Lang ist her, du, ne? Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, vor 2-3 Monaten, wo wir hier saßen, Spaß gehabt haben und ja, alles war schön. Und dann auf einmal kam der Lockdown und wir waren getrennt. Weißt du, es ist wie so Zwillinge, die von der Geburt an getrennt wurden. So habe ich mich gefühlt, so habe ich mich gefühlt. So ist es. Es hat was gefehlt bei mir. So ist es. Und jetzt bist du wieder hier. Endlich wieder am Start, nach so langer Zeit. Endlich! Auf geht's! Leute, der Present ist wieder am Start, wie ihr sehen könnt. Sag hi, Present. Hallo, ich habe eine Tüte auf dem Kopf. Wie immer. Das ist mein Charakter. Das ist dein Charakter. Er hat keinen anderen Charakter, er hat eine Tüte auf dem Kopf. Und damit willkommen, meine Damen, meine Herren und lieber Present, zu einem weiteren Pack Bingo. Haben wir damals mit angefangen im Jahre 2018. Seitdem machen es viele Leute, ich mach's immer mal wieder. Und wir haben bei Present auch eine Folge aufgenommen. Guckt die euch auf jeden Fall an. Die war insane. Und oh! Kann ich nur sagen. Also nach dem Video gleich dorthin. Let's go. Nee, aber der gute Press, der hat ein Display von Schwert und Schild aus der Vergangenheit hier ausgegraben, aus seiner Zeitkapsel. Eigentlich lag das hier nur 1-2 Monate lang rum. Ja, und wir machen heute ein klassisches Pack-Bingo. Und da haben wir Bock drauf, würde ich sagen, ne? Ganz genau. Wir haben richtig Bock, nach so langer Zeit endlich mal wieder nebeneinander zu sitzen und aufzunehmen. Mhm. Ihr habt es vermisst, wir haben es vermisst und ich bin gespannt, was heute uns erwarten wird. Dito, wir haben auch ein paar Kategorien, die wir natürlich fein sauberlich aufgeschrieben haben. Ne? Also unter anderem haben wir eine Full Art, eine V-Karte, doppelte Pokémon, das heißt Pokémon mit 2 verschiedenen Artworks aus diesem Set. Dann haben wir eine Reverse Rare, Secret Rare ist natürlich wieder Blitz-K.O., das heißt eine Goldkarte oder Rainbow. Dann haben wir Supporter, ne? Also falls wir hier ein Rüpel ziehen soll von Team Yell oder die wunderbare Mary oder sogar die Professorin. Alles ja fein. Professorin wäre sehr gut, oder Mary? Eine Holo-Karte bringt nochmal einen Punkt. Entwicklung bringt nochmal einen Punkt. Das heißt, Entwicklung vom ersten bis letzten Pack, wo man eine Entwicklung drin hat, gibt es einen Point. Und Fire, Water, Grass in einem Pack. Alrighty, weißt du was? Man hat dich hier so lange nicht mehr auf dem Channel gesehen. Mich sieht man ja jeden Tag hier. Also das ist ja für euch schon eine Qual eigentlich. Deswegen würde ich sagen, komm, ich darf anfangen. Hol dir deine Booster raus, okay. 5 Stück. Dann hol ich fang mir an. 5 Stück raus und ich bin gespannt, ob das die magischen 5 Stück sind, die mir den Sieg bringen werden. Yes. Denn es wäre schön, hier mal wieder mit einem Sieg wieder zurückzukommen, ne? Glaube ich. Auf jeden Fall. Wäre mal ganz cool. Ja, also du hast ja des Öfteren gewonnen, würde ich sagen. Ein paar Mal. Aber man kann ja auch mal so eine Series machen, so eine Best of 5 Series. Und wer da gewinnt, kriegt nochmal irgendwas richtig Heftiges. Das wäre nicht sick. Leute, habt ihr Bock darauf? Schreibt es in die Kommentare. Lasst auch gerne einen Daumen nach oben dabei, wo ihr, ne, nach so langer Zeit sind wir hier wieder am Start, wenn es euch gefällt. Dann kann man auch ein bisschen Support da lassen. So sieht's aus. Wir haben alles auf uns genommen hier, ne? Und anstecken können wir uns nicht. Der Typ hat eine Tüte auf dem Kopf. Richtig, geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. So, wir haben hier Firewater Grass schon mal. Hast du schon? Ja, Firewater Grass. Die Kategorie, die hätten wir uns auch sparen können, ne? Ja. Und Reverse Rare Kingler, oder? Ist das, nee, ist keine Rare. Nee? Ach, sah so kurz aus. Das ist leider nur eine Uncommon. Noctu. Sad. Lassen wir das mal. Mach einfach weiter. Aber ist in Ordnung. Ne? Wir appreciaten hier das Artwork hier. Wir packen nochmal die Bingo-Regeln hier. Weil ihr kennt es ja. Wir verpassen bei jedem Bingo immer irgendwie eine Kategorie. Aber heute ist der Tag, wo uns das nicht passieren wird. Bist du sicher? Nein. Safe, wenn wir irgendwas vergessen. Ganz safe. Sicher. Yes, wir schauen mal rein, was wir ziehen werden. Und ich bin sehr gespannt. By the way, falls ihr euch die Matte kaufen wollt, sind noch ganz paar da. Gönnt euch einfach. Jetzt ist noch die Möglichkeit, die Matte wird es danach nicht mehr geben. Dabei ist auch eine wunderbare, wenn ich hier sie rauskramen kann. Ich hoffe, das sind die Autogrammkarten, die ich hier habe. Ja, aber was komplett anderes. Die wunderbaren Autogrammkarten ist auch bei jeder Bestellung dabei, unterschrieben und alles, was dazugehört. Von daher, gönnt euch, wenn ihr Interesse habt. So, wir haben eine. Lohnt sich auf jeden Fall. Genau, wir haben eine kleine Stahlenergie, ein Rizeros, ein großes Amulett, was auch im Netz oder im nächsten Set, glaube ich, eine Goldkarte bekommen hat. Ja, genau. Warum es wieder im Set dabei war, das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall wieder dabei. Das nice Brötchen, wie du es so schön das Brötchen, hast. Genau. Wir haben Feuer, Water, Grass, fast voll, und es fehlt nur noch Feuer tatsächlich. Pico Chiller, Flegleon und Holo Inteleon. Das ist sehr gut, weil ich habe Flegleon und Inteleon, das heißt nur noch Memeon, und das ist häufig zu bekommen. Ja. Das ist gut. Guter Start. Guter Start. Ist ein richtig guter Start. Also damit schon mal einen nicen Punkt und vielleicht schon mal einen Aufbau für einen zweiten Punkt. Aber kein Firewater Grass, ne, in dem Pack. Nee. Ich guck lieber nochmal nach. Nicht, dass Leute hier sagen, Zerro, da war aber was. Am Ende hast du kein Firewater Grass und hast gesagt, den Punkt hätten wir uns schenken können, ne? Ja, hätten wir uns schenken können, Alter. Das so geht auch nicht. So ist das am Ende des Tages immer. Okay, auf geht's. Dann gucken wir mal.
weiß gar nicht, bist du so im Fokus oder so im Fokus? Gute Frage, die sind. Keine Ahnung, Leute, also das sollte passen. Das passt schon. Wird schon. So, wir haben also Prunusbeeren. Kravonitz, wie du immer so schön sagst. Gutes Pokémon, habe ich gehört. Ja, die Andrin, Thermopod haben wir, ja, Wolli. Wolli. Kloptopus, Baumboy. Rizoros, ist das rare? Auch nicht rare, ne? Nee, ist auch nicht rare. Und Kaokto. Kaokto, Bro! Gar nichts, ne? Das war nichts? Nee, nothing. Vielleicht noch nicht mal eine Entwicklung. Ne, doch, Kloptopus und Kaokto. Hast du. Oh! Ja, eine Entwicklung. Nehm stark! Nehme ich so mit, auf jeden Fall. Okay, okay. Wichtiger Punkt. Habe ich noch Packs? Du hast noch. Leute, das war's. Keine Packs mehr. Du hast dir keine Packs mehr rausgeholt, kann das sein? Nee, ich glaub nicht. Ich hole mir nochmal hier 3 Stück raus. Ja. Und hoffen wir mal, dass wir hier was Schniekes ziehen, ne? Was willst du denn haben? Was willst du noch haben aus dem Set? Ja, ich sag, so eine Goldkarte nimmt man auf jeden Fall mit, ne? Welche? Sagen wir Senta oder Zacian? Ich sag, Zacian ist natürlich die wertvollere, aber ich fand, es wäre cool, wenn du jetzt, sagen wir, Senta hier auf den Kanal ziehst, am Ende bekommst du sie nicht. Das wäre schon critical. Aber schauen wir mal, wir haben. Ich brauche Memeon. Memeon würde mir einen Punkt bringen. Ich habe auf jeden Fall ein Feuer schon mal. Lampi als Elektro-Pokémon kann. Nochmal ein Feuer, ein Unlicht, ein Grass. Und jetzt noch ein Water. Ah. Fast ein Water-Type. Auch gar keinen Punkt. Sad. Also jetzt ist gerade schwach, ne? Also bei dir war das Bingo on fire, muss man sagen. Bei mir ist es so ein bisschen. Aber. Manchmal sind es die letzten Packs. Manchmal ist es einfach das Mewtwo nur das Ende. Damals. Ja, das wird jetzt die Regenbogenkarte ganz sicher. Es ist auf! Wow. Das kam am Ende. Wer erinnert sich an das Mewtwo von damals aus Shining Legends? Das war insane. Schreibt's in die Kommentare, denn das war ein. Das war eine krasse Folge. Das war eine heftige Folge. Das war ein guter Einstieg für dieses Format. Mhm. So, gucken wir mal, ob wir hier auch eine schöne Weiterführung haben können. Wir haben Golking, Chim Sticks, das Glücksei. Schon wieder Feuerwatergrass. Ja, schon Alter, wieder. Bei mir, Instant, Alter. Bei mir haben die richtig Bock, die Mons. So, okay. Dann haben wir Reverse Pikachu und die Rare ist ein. Vulnona. Ja, bisher läuft's nicht so, ne? Nee, also wir haben bisher eine Holo. Und das war's an Hits. Richtig. Aber in den 3 letzten Packs kann auch relativ viel drin sein. Jetzt kann ja alles drin sein. Stell dir vor, jetzt ist hier die goldene Karte drin. Und die wird uns jetzt einfach hier einen Blitzkaue geben. Das wäre ein bisschen krass tatsächlich. Das wäre krass. Wir haben eine Unlichtenergie. Wir haben einen Luftballon. Ein Adressbuch. Wo ist der Supporter eigentlich, den ich brauche? Okay, Water. Wir haben Water. Wir haben. Noch ein Water, aber eine Entwicklung. Entwicklung! In einem Pack sogar. Ja. Nice, cool. Okay. Chimpep. Chimpep, das ist Grass. Jetzt Grass. Komm schon, wo ist Fire? Fire. Kein Fire. Fire. Mauzi, nein. Kein nein. Fire. Stark. No. Ganz stark. Ja, Entwicklung ist abgehakt. Fire, Water, Grass muss erwarten. Steht 2-2, ne? Mhm. Wir müssen gleich nochmal gucken, ob wir hier was vergessen haben. Man kennt's. Eine Reverse Rare habe ich nicht und Supporter habe ich, wie ich sehe, auch noch nicht. Huh. Ne, habe ich noch nicht. Ja, crazy. Ja, gucken wir mal, was in diesem Booster drin steckt. So, ist jetzt hier was Krasses drin? Das ist die Frage. Ich glaube, ich fühle es. Spüren Sie es, Mr. Krabs? Spüren Sie es, Mr. Krabs? Ich spüre es und wie. Okay, ich glaube, hier ist was drin. Alter, man kann auch sagen, ich spüre es ne wie. Das wäre cool. Bettis Unterstützer! Wenn der Bettis da ist, dann muss geht's das los, heißen. Alter, ich sag's hier. Jetzt geht's ab, Alter, mit dem Bettis im Rücken. Moment, der Bettis ist ja unterstützt, das heißt dritter Punkt bei wohl, ne? Ja, das ist nicht so gut. Das heißt, wir haben jetzt hier. Noch. Weiterhin. Was? Richtig. Trashiges. Trash-Bingo. Also, was ist dein letztes Pack? Das war mein letztes Pack. Oha. Das heißt, wenn ich jetzt hier 2 Punkte hole, habe ich gewonnen. Ja, hast du gewonnen. Okay. Am Ende holst du einfach eine Goldkarte. Am Ende ziehe ich einfach eine Goldkarte hier raus, Chat. Chat. Ich sag immer Chat. Chat. Der gute Chat. Der gute Chat ist am Start. Okay, come on. Lass uns was pullen. Wir haben eine Blattenergie. Wir haben eine Center-Dame. Das ist der Unterstützerpunkt. 3-3. Energiezugewinnung. Tentantel. Ich brauche Feuer, Water, Grass. Come on. Tentantel. Feuer. Elektro. Psycho. Normal. Victini! Damit kann man doch beenden und einen vierten nicen Punkt geholt. Sehr gut. Das heißt, ich habe dich tatsächlich besiegt. Schwierig. Den Endboss, der 2 Monate gebraucht hat, um herzukommen, einfach gebietet. Einfach gebietet. Aber Victini ist die beste V, die du ziehen kannst, by the way. Ja. Außer Zacian natürlich. Ja, natürlich. Zacian ist ja broken. Aber Zacian ist krank. Victini nimmt man auf jeden Fall mit. Starker letzter Pull.
in Deutsch 3 Euro. Ja, nimmt man mit. Und oh, wie gesagt. Ist so wertvoll. Ja, geht fit, würde ich sagen. Ist aber die teuerste tatsächlich, die man. Oder die Summer Center ist halt auch nochmal 3,90 Euro. Ja, okay. so. Ja, aber nimmt man mit. Damit hast du deinen vierten Punkt redlich ergaunert. Und gewonnen. So kann man natürlich auch wieder zurückkommen. Also ich hoffe, dass wir uns nicht verzählt haben, ey. Das ist so, weißt du, das ist die größte Panik überhaupt, weißt du? Ja. Das Video kann so witzig sein wie möglich. Und dann gibt es trotzdem irgendwelche Leute, die reinschreiben, du hast einen Punkt vergessen. Du hast einen Fehler gemacht. Und dann hast du gleich so ein schlechtes Gewissen. Dann schreit jeder das. Und man hat schon 3000 Mal drauf geantwortet und jeder schreibt das. Man macht auch einen angepinnten Kommentar und jeder schreibt das trotzdem. Jeder. Leute, trotzdem danke, dass ihr natürlich immer so aufmerksam seid. Das muss man trotzdem. Ihr seid aufmerksamer als wir. Das richtig. Ist das Ding. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und ja, ansonsten kann ich nichts sagen. Guckt euch auf jeden Fall die Folge, wie gesagt, bei den Boyern. Die war sehr, sehr gut. Sie war sehr unterhaltsam, ne? War lustig. War sehr unterhaltsam. Hat man ein paar Mal XD'd. Ansonsten, falls ihr mehr Videos mit dem guten El Presento sehen wollt, wir werden bestimmt noch was drehen. Falls ihr Bock habt, wirklich auf so eine Best-of-Five-Series, wo jeder was aufs Spiel setzen kann. Oder vielleicht nur ich was aufs Spiel setze, weil ich viel Stuff habe. Das sehen wir dann mal. Vielleicht machen wir noch was. Eventuell haben wir noch mal Bock, um den Pokal im Hintergrund zu kämpfen. Da, ne? Vielleicht machen wir da noch was. Haben wir letztes Jahr auch was gemacht mit dem guten Timo. Das war sehr, sehr geil. Ich bin gespannt. Corona ist zwar da, wir versuchen deinem Ganzen auch gegenzuwirken. Aber das wird schon. Ich möchte das Video nicht länger machen, als es schon ist. Oh Leute, 11 Minuten sind voll. Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Schaut beim Rest vorbei. Und ciao.